Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Hamburger Institut für Sozialforschung. Mein Name ist Wolfgang Knöbel. Ich bin der Direktor dieses Instituts und ich freue mich, dass Sie bei diesem schönen Wetter und bei, wie ich weiß, zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen dann doch so zahlreich hier erschienen sind. Es geht, wie Sie wissen und wie Sie auch hier der PowerPoint entnehmen, um die Frage, oder um das Thema, das HIS diskutiert, so heißt die Reihe. Es geht um eine Buchvorstellung, um eine Diskussion eines hier in der Hamburger Edition erschienenen Buchs, das Ihnen dann auch vorgestellt wird. Ich habe hier eigentlich keine große Rolle zu spielen. Ich stelle aber die heutige Moderatorin vor, Frau Professor Birte Kunrus von der Hamburger Universität. Sie ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte seit 2010 an der Hamburger Universität, an der Universität Hamburg. Sie ist diesem Haus wohl bekannt. Sie war von 2003 bis 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Haus, hat wichtige Veröffentlichungen vorgelegt, ist eine Expertin im Bereich der Gendergeschichte, aber auch, was für uns heute Abend auch besonders wichtig ist, durchaus auch eine Expertin in der Frage der NS-Geschichte und des Holocaust und hat nebenbei, klingt jetzt irgendwie komisch, natürlich auch sehr stark aus der Kolonialgeschichte zu Kolonialismus, Kolonialität und Postkolonialität gearbeitet, sodass sie sozusagen bestens gerüstet ist, um sie sozusagen durch den heutigen Abend zu führen und um die beiden Kontrahenten, naja, Kontrahenten sind es nicht wirklich, sozusagen irgendwie zu begleiten. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Birte Kunrus. Vielen Dank, Herr Knöbel, für diese freundliche Vorstellung. Ich möchte Sie auch ganz recht herzlich begrüßen heute Abend im Namen der Universität Hamburg. Es ist eine Kooperationsveranstaltung und eigentlich sozusagen ist das für uns drei, wenn Sie so wollen, ein Ex-Heimspiel, wenn man diese Fußballmetapher irgendwie aufgreifen darf, weil wir alle dreimal sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung gewesen sind. Michael Wild und ich am Arbeitsbereich Geschichte der Gewalt. Und Harriet Scharnberg war als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die damalige Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimension des Vernichtungskrieges angestellt hier am Haus. Und seitdem kennen wir uns auch alle. Und seitdem haben, wenn wir das jetzt mal so einordnen wollen, Michael Wild und ich auch Harriets Arbeit begleitet. Genau, lassen Sie mich also Harriet Scharnberg und Michael Wild kurz vorstellen, was immer so ein bisschen komisch ist, gerade im Fall von Michael, weil irgendwie kennen dich ja alle, aber ich mache es dann doch nochmal. Also Harriet Scharnberg, schon während ihres Studiums arbeitete Harriet Scharnberg als Fotoarchivarin an der Gedenkstätte Neuengamme. Ihre Forschungen zur NS-Bildpublizistik sorgten dann bereits international für Aufsehen. In einem Aufsatz konnte sie nämlich zeigen, wie weit sich die amerikanische Bildpresse oder Bildnachrichtenagentur Associated Press auf das Nazi-Regime eingelassen hatte und vice versa. Also, dass die Bilder sozusagen auch von SS-Fotografen zur Verfügung gestellt worden sind, dass aber umgekehrt eben auch diese Bilder von den Nationalsozialisten übernommen worden sind. Diesen Austausch, Transfer, diese Transferprozesse von Bildmaterial während des Krieges und auch noch nach 1941, wie wir jetzt auch schon mal gehört haben, sind eigentlich eine ganz interessante Geschichte, auf die wir vielleicht noch dann im Laufe des Abends eingehen können. Für ihre Forschung erhielt dann Harriet Scharnberg 2017 den Zeitgeschichte-Digital-Preis und eben 2018 erschien dann die Dissertation Die Judenfrage im Bild. Vielleicht mag einer mal das Buch hochhalten. Das ist vom Cover her sehr ähnlich, auch in Rot gehalten, wie jetzt die PowerPoint. Die Judenfrage im Bild, der Antisemitismus in nationalsozialistischen Fotoreportagen, hier eben bei der Hamburger Edition, dem Hausverlag des HIS, in der Reihe Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts erschien. Harriet Scharnberg hat mehrere Aufsätze veröffentlicht und demnächst wird von ihr ein Text erscheinen mit dem Titel Vom jüdischen Slum zum jüdischen Staat, Ghettobilder in der NS-Bildpresse. Und wir hatten uns im Vorwege darauf geeinigt, dass diese Frage von Ghettobildern auch heute Abend ein Teil der Diskussion sein wird. Auf einen weiteren Text, nur in der Reihe von mehreren Aufsätzen, möchte ich noch hinweisen, weil er so gut zum morgigen Festtag passt, nämlich einen Aufsatz von Harriet Scharnberg, der 1. Mai als Erinnerungsort der extremen Rechten. Und zwar in einem Sammelband von Martin Langebach und Michael Sturm, Erinnerungsorte der extremen Rechten, 2015 erschienen.
Herr Ritsch-Hahnberg arbeitet heute bei einer Unternehmensberatung für Bildarchivmanagement und forscht aber auch weiterhin zum Fotojournalismus im 20. Jahrhundert, zum Nationalsozialismus, zum Zweiten Weltkrieg und eben zur Visual History. Michael Wild ist Historiker und seit dem Sommersemester 2009 Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt im Nationalsozialismus am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Die wichtigsten Titel, wahrscheinlich werden die meisten von Ihnen das auch kennen, die auch hier bei der Hamburger Edition erschienen sind: Generation des Unbedingten, das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes 2002, das war die Habil-Schrift, aber auch Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Da geht es eben um das Thema, was damals ganz neu war, Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 33 bis 39, also vor dem Krieg 1919 bis 39, die Weimarer Republik auch noch einbeziehend. Und dann auch wieder ein Thema, was uns sozusagen ja bis heute beschäftigt, nämlich der Volksbegriff in dem Band Volk, Volksgemeinschaft, AfD, auch bei der Hamburger Edition hier in Hamburg am Haus erschienen 2017. Ich würde jetzt sozusagen den Ablauf des Abends kurz schildern. Wir würden mit einem kleinen Intro von Harriet einsteigen, die Ihnen ein paar Ergebnisse ihres Bandes präsentieren wird. Wir würden dann in eine Diskussion auf dem Podium einsteigen und würden dann etwa so mehr oder minder nach einer Stunde, vielleicht müssen wir mal schauen, wie das geht, in das Publikum geben, um Fragen, die Sie sicherlich an den Band, auch an die Aktualität von Bildern haben, dann aufzunehmen. Und wären dann etwa so nach anderthalb Stunden vermutlich vielleicht am Ende der Veranstaltung angekommen. 1940, meine Damen und Herren, hatte das Flaggschiff der NS-Bildpresse die Berliner Illustrierte, eine Auflage von fast 3 Millionen Exemplaren mit einer Reichweite von schätzungsweise 15 Millionen Lesern. Wenn man jetzt nur an das Altreich denkt, 60 Millionen Einwohner, also die Grenzen von 37, dann sind 15 Millionen sozusagen schon eine enorme und beachtliche Zahl. Ich wollte nochmal das mit der Bildzeitung vergleichen, aber das habe ich dann doch lieber gelassen, weil diese Vergleiche immer so ein bisschen Hanebüchen sind. Außerdem ist das natürlich aktuell, das ist vielleicht auch ein Thema, was uns beschäftigen wird, auch nicht gerade so interessant. Wie hat nun die Illustrierten Presse im Nationalsozialismus Antisemitismus in ihre Fotoreportagen transferiert und wie hat sie ihn eigentlich geschürt? Welche Bilder wurden über die Bilder und ihre Texteinbettung transportiert? Wann erreichte eigentlich die Visualisierung der Judenfrage, zeitgenössischer Ausdruck, und des Weltjudentums, das waren zwei unterschiedliche Spielarten des Antisemitismus, wann erreichten diese Formen ihren Höhepunkt? Und wann blieb diese Bilderflut auch aus? Wann gab es keine Bilder mehr vom Juden? Hierzu, wie gesagt, wird Harriet jetzt kurz ihre Ergebnisse vorstellen. Natürlich auch mit Bildmaterial. Und deshalb übergebe ich jetzt sehr gerne an dich. Ja, vielen Dank, Birte, für die nette Begrüßung und Einweisung. Herr Knöbel, auch Ihnen vielen Dank. Genau, Ihnen auch vielen Dank, dass Sie trotz des schönen Wetters hier hergekommen sind und sich mit dem ja doch eher nicht so fröhlichen Untersuchungsgegenstand zu befassen. Fotografien von Juden in der NS-Bildpresse. Das ist eigentlich genau das Thema, was ich bearbeitet habe. Das ist der Untersuchungsgegenstand. Und um Ihnen zu verdeutlichen, was sich dahinter verbirgt, würde ich jetzt gerne nochmal diese drei Schlagworte Fotografien, Juden, NS-Bildpresse kurz durchgehen. Primärquelle für meine Arbeit, das Buch, was ich geschrieben habe, sind also Fotografien. Das heißt, es geht um veröffentlichte Fotografien, genauer gesagt, und damit eben keine Karikaturen, also sowas wie Stürmerbilder, an die man ja häufig zuerst denkt, die habe ich nicht primär untersucht. Außerdem geht es nicht so sehr um Einzelbilder dabei, sondern im Zentrum der Untersuchung stehen Fotoreportagen.
Das ist ein eigenes Genre im Grunde genommen, die Fotoreportage. Und die ist ganz eng an den beginnenden Fotojournalismus gebunden, der seit 1900 ungefähr im Entstehen begriffen ist, sehr im Aufwind. Beflügelt wird er durch viele technische Neuerungen, die Beschleunigung schaffen, aber auch durch neue Ausgabemedien. Und genau diese Ausgabemedien, wie die illustrierten Zeitungen, legen eben dann den Schwerpunkt ihrer Darstellung auf einmal auf das Foto statt auf den Text. Das ist eine wichtige Änderung, denn vorher wurden Fotografien eigentlich nur als illustratives Beiwerk und betrachtet und stammten häufig einfach auch aus dem Archiv. Mit der Fotoreportage kann man sagen, startet eine ganz andere Ära visueller Kommunikation mit Fotos, die dann auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Fernsehen abgelöst wird. Damit einhergeht auch eine vollkommen neue Rolle des Fotografen. Während er vorher eigentlich vor allem zur Illustration bestehender Texte herangezogen wurde, ist er jetzt auf einmal der erste Produzent narrativer Zusammenhänge. Das heißt, das Berufsleitbild entwickelt sich vom Pressefotografen zum Fotojournalisten. Ich habe jetzt gesagt, leichthin Fotoreportagen sind also die Primärquellen, um Karikaturen geht es nicht, aber das stimmt nicht. Karikaturen kommen irgendwann dann doch wieder durch die Hintertür ins Spiel, denn man benötigt diese Quellen als Sekundär- oder Kontextquellen. Das ist nämlich meiner Meinung nach sehr, sehr erforderlich, um eine breite Kontextualisierung zu ermöglichen und darüber die zeitgenössischen Bedeutung von Bildformen zu rekonstruieren. Ich habe Ihnen mal ein plastisches Beispiel dafür mitgebracht, wie Bedeutungen eben nicht an medialen Grenzen Halt machen, sondern eher den Medien als Spielball dienen und wie diese Bedeutungen nur zu erkennen sind, wenn man eben diesen Bedeutungstransfer kennt und berücksichtigt. Das Beispiel kennen Sie alle. Das ist das bekannte Werbeplakat zu der Ausstellung Der ewige Jude, Propagandaausstellung, die 1937 in München das erste Mal gezeigt wurde und danach als Wanderausstellung weiter durch das Reich zog. Das Neue, was Sie noch nicht wissen, wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, ist, dass diese Grafik aus einer Fotografie heraus entwickelt wurde. Diese Grafik wurde von Horst Schlüter gefertigt und er hat also offenbar diese Fotografie von 1936 erschienen zum Vorbild genommen, um also diesen monströsen ewigen Juden dort auf das Plakat zu bringen. Wenn Sie es eingehender betrachten und vergleichend betrachten, stellen Sie fest, dass er erstens einen Händler als Vorbild genommen hat, der also dort unten einen Korb noch angedeutet stehen hat und eine Offerte bereitet und dass er außerdem sowohl die Physiognomie als auch die Hände extrem stark überzeichnet hat. Hier wird also der ewige Jude als jüdischer Händler ausgewiesen und beide antisemitischen Stereotype quasi kombiniert und gekoppelt. Und genau diese Koppelungen greifen dann später fotojournalistische Darstellungen wieder auf, die ebenfalls also jüdische Händler zeigen und auf diese Bildform des Plakats wieder rekurrieren, indem auch hier das Motiv, die Hände zu überzeichnen, zentral ist durch eine Perspektivenverschiebung. Und das zweite Bild sehen Sie, ist so aus starker Untersicht aufgenommen, um also diese Hände deutlich in den Vordergrund zu bringen. Ein anderes Beispiel, eine traditionellere Variante, wie auf den ewigen Juden in solchen Darstellungen Bezug genommen wurde, sehen Sie hier, das sind also lauter Darstellungen, wo Männer im Grunde mit Säcken unterwegs sind, was anderes sieht man gar nicht, aber die eben auf diese traditionellen Ikonografien von dem ewigen Juden hinweisen. Diese ganzen Bilder kommen übrigens
aus der Zeit des Polenfeldzugs jetzt, also die fotojournalistischen 1939 und 1940. Und genau zu diesem Zeitpunkt war also der kriminalisierte jüdische Handel ein unglaublich verbreitetes Thema in der Bildpresse. Der implizite Vorwurf, der mit solchen Darstellungen verbunden war, war immer der des Schleichhandels und des Kriegsgewinns durch Schwarzmarkt. Ja, jetzt sind wir schon eigentlich bei dem zweiten Schlagwort angekommen, nämlich den Juden. Fotografien von Juden in der NS-Bildpresse. Es geht nicht, Birte hatte das schon angedeutet, generell um Juden, sondern es geht mir um einen ganz bestimmten Strang der antisemitischen Erzählung, nämlich um das, was als Judenfrage rubriziert wurde. Was heißt genau Judenfrage? Das heißt eigentlich, darunter fällt die gesellschaftliche Stellung, wenn man es ganz sachlich sagt, von Juden in nicht-jüdischen Nationen. Typische Positionen, als sich diese Diskussion im 19. Jahrhundert entwickelte, waren also die Emanzipation der Juden, die Assimilation oder die Segregation. Das waren die Forderungen quasi, die an die Juden gestellt wurden. Allerdings blieb es überhaupt nicht bei einer auch nur anfangs möglicherweise sachlichen Diskussion, sondern die Judenfrage wurde sehr schnell zu einem antisemitischen Topos und vor allem auch zu einem rassenantisemitischen Topos. Das heißt, dass die Juden wurden als destruktive Gemeinschaftsfeinde, als zersetzende Elemente in der jeweiligen Gesellschaft betrachtet. Und mit dieser Betrachtung scheiden dann natürlich auch Assimilation und Emanzipation einfach aus. Wichtig für diesen Zusammenhang ist, dass die Judenfrage oder das, was unter die Judenfrage fiel und was mit Judenfrage debattiert wurde, immer im eigenen Machtbereich stattfand, im Unterschied zum Weltjudentum. Das Weltjudentum wurde nämlich nicht im eigenen Reich verortet, sondern vor allem bei den Alliierten. Warum grenze ich das so ab? Der Grund ist, dass mich nicht antisemitische Propaganda in diesen Zeitungen generell interessiert, sondern mich interessiert eben, was die deutsche Presse mit diesen visuellen Diskursen über die Juden unter deutscher Herrschaft zeigte und verlauten ließ. Es macht aber auch noch in einer anderen Hinsicht Sinn, auf diesen Unterschied zwischen Judenfrage und Weltjudentum zu beharren, weil im Fotojournalismus tatsächlich diese beiden Erzählstränge der antisemitischen Erzählung mit ganz unterschiedlichen Bildern bebildert wurden. Ich habe da ein Beispiel Ihnen mitgebracht. Das ist eine Kampagne, die sich also gegen das Weltjudentum richtet. Unter dem Titel Das jüdische Hauptquartier wird dort in dem oberen Bild die New Yorker Börse präsentiert. Im unteren Bild findet dann, also das ist das Börsengeschehen sozusagen beendet. Und der einzige, also ich paraphrasiere jetzt den Bildtext natürlich, nach Darstellung der Münchner Illustrierten Presse ist der Hausmeister der einzige nicht-jüdische Anwesende, der jetzt also für die Auskehr, die wahrlich Not tut, zuständig ist da in dem Bild. Genau, also wir haben es mit eigenen Narrativen, eigenen Bildformen zu tun. Und wir haben es auch damit zu tun, dass Judenfrage und Weltjudentum zeitgenössisch sehr strikt unterschieden wurden und auch zu ganz unterschiedlichen Gelegenheiten instrumentalisiert und ins Bild gesetzt wurden. Das beste Beispiel dafür ist mit dem einsetzenden Holocaust. Er ging mehrfach die Anordnung der Befehl, dass über die Judenfrage nun nicht mehr zu berichten sei. Auch über die Judenfrage im Osten solle nichts mehr in die Reichszeitungen geraten, während die Propaganda gegen das Weltjudentum nun aber auf vollen Touren zu fahren habe.
schließlich, ein weiterer Grund liegt in der Provenienz der Fotografien, der Beeinflussbarkeit der Bilder. Solche Bilder aus den USA konnten die Nationalsozialisten trotz Presselenkung nicht bei ihrer Produktion beeinflussen. Sie konnten aber darüber entscheiden, ob und wie sie sie in die Presse brachten. Das ist eben von den Bildern im deutschen Machtbereich natürlich sehr zu unterscheiden. Hier haben wir viel größeren Spielraum, was also die Beeinflussbarkeit der Bilder angeht. Fotografien von Juden, da stellt sich sofort die Frage, wie erkennt man denn eigentlich Juden? Ich finde es wichtig, da wirklich strenge Kriterien walten zu lassen. Für mich waren die Kriterien, dass derjenige entweder der Gezeigte entweder als Jude bezeichnet werden muss oder es einen sehr starken logischen Schluss geben musste, der sich nicht anders deuten ließ, oder dass er gekennzeichnet sein musste. Sie wissen, dass die Juden mit Armbinde oder mit Stern gekennzeichnet wurden. Das sind für mich die beiden Kriterien, um zu entscheiden, hier wurde in der Bildpresse ein Jude gezeigt. Interessant allerdings, dass auch manchmal, Sie sehen auf dem oberen Bild, ich sagte es anfangs, also in Polen, nach dem Polenfeldzug wurde der jüdische Handel sehr prominent platziert in der Bildpresse und kriminalisiert, in diesem Fall aber nicht. In diesem Fall hat nämlich der Redakteur gar nicht erkannt, dass er einen Juden zeigt. Und es ist zu erkennen an der Armbinde, es ist ein Jude, der gezeigt wird, aber die Bildunterschrift bezieht sich sehr, sehr positiv auf diesen Handel, der also unten und oben zu sehen ist. Man wüsste sich da in Polen eben jetzt zu helfen und wo die Geschäfte ausgebombt seien, da sei jetzt halt Straßenhandel und dadurch sei die Versorgung sichergestellt im Grunde genommen. Das ist natürlich ein Einzelfall. Solche Bilder gibt es nicht häufig. Andersrum muss man aber auch und der Vollständigkeit halber natürlich sagen, wenn jemand als Jude präsentiert wird oder eine Kennzeichnung zu tragen hatte, sagt es natürlich nichts über die echte Identität dieser Menschen heute aus. Es war aber das Kriterium für mich, ob dieses Bild untersucht wird oder nicht, weil es eben für den Leser damals ja auch die Entscheidung war, wen bekomme ich hier eigentlich präsentiert. Auch hier ist wieder klar, es gibt Primärquellen und es gibt Sekundärquellen. Und die Fotografien, die Juden zeigen, sind nicht zu verstehen ohne die Fotografien, die diesen Bildern entgegengesetzt wurden. Und das gilt ganz besonders für den Nationalsozialismus. Denn hier war im Grunde die Kontrastierung, dass sowas wie das leitende Strukturprinzip, dem fast alle Bilder ständig ausgesetzt waren. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Die kleineren Beispiele links sind recht deutlich. Da finden Sie einmal oben aus einer SS-Publikation der Untermensch, auf der linken Seite immer die Minuspartei, möchte ich sagen, auf der rechten Seite also das deutsche Idealbild gegenübergestellt. Darunter der Illustrierte Beobachter von 1934 stellt gegenüber, wie vor der Feldherrenhalle die Situation war bei Kriegsbeginn Erster Weltkrieg im Vergleich zu den Novemberfeierlichkeiten 1934. Und der Clou ist sozusagen, aus Masse ist Volk geworden. Das soll also dieses Bild demonstrieren. Dann haben Sie Warschau unter deutscher Herrschaft, da klein in der Mitte, gegenübergestellt. Die in Anführungszeichen gesetzten schnurgeraden Beete polnischer Herkunft und darunter dann die, wie man es wirklich macht, deutschen Beete.
Und auf der rechten Seite ist es so ein bisschen, das habe ich etwas größer gemacht, damit Sie sehen können, dass es also nicht immer ganz so plump daherkam wie jetzt die drei Beispiele links. Da sehen Sie also oben viermal italienische Faschistin, dreimal italienische Faschistin und rechts Mussolini, dem also da die Ehrenbezeugung in dem Moment gilt. Und unten ein Bildbericht über eine Demonstration in Palästina, die sich, also das sind Jüdinnen und Juden, die demonstrieren, und zwar demonstrieren die dort angeblich gegen ein neues britisches Weißbuch, was zur Folge haben würde, dass die Herrschaft über Palästina in Zukunft geteilt sein würde. Was das Interessante ist, ist eben da diese Parallelität der Darstellung, dass sie in beiden Fällen eben die Frauen haben. Sie haben geradezu eine Spaltenaufteilung. In den ersten drei Spalten sind also die demonstrierenden Menschen. Rechts sind dann quasi die Anführer, an die sich die Demonstrationen richten. Sie haben oben sehr, sehr hell und lichte Situation, während unten keinerlei Himmel niemals im Bild ist. Und die beiden, die als Anführer sozusagen dem Mussolini gleichgestellt sind, das sind LaGuardia und ein New Yorker Rabbi, glaube ich, die sind eben auch in der gleichen rechten Position und ausgesprochen düster positioniert. Genau. Dann würde ich noch zum dritten Punkt kurz kommen, die Bildpresse. Da hattest du jetzt schon sehr schön deutlich gesagt, die Bildpresse ist tatsächlich ein Massenmedium. Die wird gelesen in den 30er Jahren, Schicht- und geschlechterübergreifend, Männer und Frauen lesen, Soldaten lesen. Die wird ausgelegt in Gaststätten, in Friseuren, in Lesesälen, Pausenräumen, bei Ärzten, in Kiosken, also die Bildpresse ist tatsächlich überall. Und die Illustrierten bestimmen geradezu das Bild. Die Titel werben wie Plakate für die einzelnen Ausgaben. Und vielfach werden diese Titel als Ergänzung zur Tagespresse gelesen. Die gelten also als visuelle Ergänzung, sind häufig angebunden an große Verlagshäuser. Das zeigt sich auch im Titel. Erscheinen regelmäßig donnerstags, sind für 20 Pfennig, also kleines Geld, zu haben und haben unterhaltende Aspekte, unterhaltende Teile da drin, die aber auch mit Nachrichten gemischt werden. Die Fotoreportage gilt als sowas wie das Herzstück der Illustrierten. Es gibt ein unheimlich breites politisches Spektrum, auch wenn eigentlich es sich um eine eher bürgerliche Erfindung handelt. Das Erfolgsmodell Illustrierte entwickelt sich sofort über alle politischen Grenzen hinweg und umfasst das gesamte politische Spektrum. Sehr bekannt ist Ihnen wahrscheinlich die Arbeiterillustrierte Zeitung. Es gibt aber auch republikanische Blätter und es gibt auf Seiten der extremen Rechten den Illustrierten Beobachter hin zum Schwarzen Chor. Dann ganz rechts außen, das war also das Organ der SS. Die Auflagenzahlen, das mache ich jetzt vielleicht mal ein bisschen kurz, weil das hatten wir eben schon. Eklatant ist es eben im Fall der Berliner Illustrierten Zeitung, die war das Flaggschiff unter den Illustrierten, also wirklich die bedeutendste Zeitung. Und worauf ich kurz nur hinweisen möchte, weil das tatsächlich auch noch sehr neu ist, ist eben das 1939, wird immer so als Grenze markiert, weil danach keine Auflagenzahlen mehr offiziell genannt werden durften. Und ich habe aber Archivfunde jetzt im Springer-Archiv machen können, wo sehr deutlich ist, dass eben diese Grenze von 39 nicht sehr aussagekräftig ist für die Auflagenzahl. Denn 1939, die letzte offiziell genannte Zahl, ist da anderthalb Millionen in der Auflage. Und Sie sehen, dass sich das dann innerhalb von 2 Jahren im Grunde genommen noch mal
verdoppelt die Auflage hin zu fast 3 Millionen. 3 Millionen als Druckauflage ist schon extrem beachtlich, aber Leser gab es wesentlich mehr, eben durch diese ganzen Situationen, die ich Ihnen geschildert habe, in denen die illustrierte Presse gesehen werden konnte und nicht zuletzt auch durch die Lesezirkel. Ich habe für die Arbeit 12 reine Illustrierte ausgewertet, den Stürmer, das Schwarze Chor und noch einige Blätter mehr. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil der Sichtweise, der tatsächlich dann Erkenntnisse ermöglicht hat, die bisher noch nicht möglich waren. Weil bisher eigentlich diese Reportagen über Juden und die Judenfrage durchaus schon mal untersucht wurden, aber sie wurden immer nur sehr punktuell betrachtet. Das heißt, dass sie vor allem sich dann an der Frage abarbeiteten, inwiefern wurden denn da Stereotype übernommen oder Stereotype präsentiert. Das ist natürlich eine wichtige Frage, überhaupt nicht in Zweifel zu ziehen, führt aber nicht zu wirklich überraschenden Erkenntnissen. Interessanter finde ich Fragen wie, wann erschienen solche Berichte, wann erschienen sie eben nicht, worüber wurde überhaupt informiert, was blieb massenmedial unsichtbar und ausgeblendet, lassen sich visuelle Muster ausmachen, gab es Änderungen in der Bildsprache, wann und warum gab es diese Änderungen. Das sind Fragen, die man nur im Vergleich überhaupt untersuchen kann und die aber eben Rückschluss auf die Strategie dieser Berichte geben. Und darüber würde ich jetzt gerne nochmal zu den Ghettos kommen, ja, genau, um das einmal beispielhaft Ihnen zu demonstrieren. Das war jetzt für mich so eine schwere Entscheidung, wie ich das angehe, gehe ich in die Breite und gebe Ihnen einen Überblick oder gehe ich in die Tiefe, aber ich glaube, dass man schwer in die Breite gehen kann bei Fotografien, weil Sie wollen alle wissen, wie ich argumentiere und nicht nur meine Ergebnisse hören, weil wir ja auch drüber diskutieren wollen. Also gehe ich in die Tiefe und zeige Ihnen, wie in der NS-Bildpresse die Darstellung der Ghettos verhandelt wurde. Ich habe Ihnen eine Reportage mitgebracht, 1939. Die ist im Grunde typisch für diesen Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt zeigen die Reportagen über die Ghettos im Grunde heruntergekommene Orte, wo zwielichtige Gestalten sind. Ich wollte noch einmal hinweisen, kurz auf diese Darstellung, weil wir ja vorhin die Darstellung des ewigen Juden, die Händlergeste mit der ausgestreckten Hand kurz erwähnt hatten. Also die finden Sie dann eben häufig auch in solchen Reportagen wieder. Man muss natürlich dann auch diese Reportagen, das hatte ich schon angesprochen, eben im Vergleich zu dem im Grunde omnipräsenten Idealbild der deutschen Volksgemeinschaft sehen. Das sind Bilder, die Sie dann 4 Seiten weiterfinden. Da wird also über modernen Siedlungsbau und die frohen Kinder, die durch die Luft geschwenkt werden, berichtet. Und das ist natürlich ein entsprechend kontrastives Beispiel. Was Sie hier sehen, ist also alles eher demoliert, düster, schmutzig, teilweise auf dem unteren Bild hier wird dann noch darauf hingewiesen, dass hier halt so irgendwie Rinnsale sind auf dem Fußweg. Also es wird angedeutet, dass dort irgendwie Schmutz und Gestank sozusagen vorherrschend ist. Das ist typisch für eine frühe Ghetto-Darstellung, in diesem Fall ja sogar eine sehr frühe Ghetto-Darstellung. Denn wenn Sie unten gucken, sehen Sie, dass diese Reportage im August 1939 erschien und damit genau einen Monat, bevor die Deutschen überhaupt Polen angriffen. Klar ist also, der Begriff Ghetto, der hier auftaucht, hat überhaupt nichts mit dem Begriff Ghetto zu tun, wie wir ihn jetzt zu verstehen gewohnt sind, nämlich als nationalsozialistische Zwangseinrichtung. Hier geht es nicht um eine nationalsozialistische Zwangseinrichtung, hier geht es um ein jüdisches Wohnviertel in einer osteuropäischen Stadt, das damals eben Ghetto hieß oder genannt wurde.
Wichtig ist also, man kann nicht einfach nach dem Begriff Ghetto suchen, um zu gucken, wie die NS-Bildpresse denn jetzt über die Ghettos berichtet hat, weil offensichtlich hat sie schon 1939 darüber berichtet, als es nach unserem Verständnis noch gar keine gab. Trotzdem wurde auch über die Ghettos, die wir als NS-Zwangsghettos verstehen, in der NS-Bildpresse berichtet. Und zwar ungefähr ab 1941. Dann aber mit einem ganz neuen Narrativ, das sich sehr deutlich von diesem hier abgrenzte. Das ist also ein Beispiel für diese neue Berichterstattung über die Zwangsghettos. Das neue Narrativ sagt, dass es sich hier bei diesen Zwangseinrichtungen um eine Übergangslösung für die Judenfrage handelt. Die Presse stellte diese Berichte unter die Parole Juden unter sich und zeigte also Isolation und Segregation der Juden in Polen, wobei regelmäßig visuell und auch im Text auf die Eigenverantwortlichkeit, wenn nicht sogar die Autonomie der Juden hingewiesen wurde, zum Beispiel durch Titel wie Mauern des Eigenlebens. Visuell ist ausgesprochen interessant, dass wir es mit einer Staatlichkeitsikonografie zu tun haben, die sehr gut vor dem Hintergrund zeitgenössischer Bildsprache zu erkennen ist. Beispiele sind zum Beispiel hier, sehen Sie den Austausch der Straßenschilder und der Beschilderung überhaupt. Das ist im Grunde ein visueller Topos, um einen Souveränitätswechsel deutlich zu machen. Das finden Sie also genauso bei der Eingliederung des Wartegaus zwei Jahre vorher. Auch da werden die Straßenschilder ausgetauscht, um deutlich zu machen, hier ändert sich Souveränität. Sie sehen oben die Mauern, die erbaut werden. Es handelt sich um das Ghetto Krakau dabei übrigens. Und Sie sehen Grenzkontrollen in dem Bild unten links darunter. Das sind also Bilder, die zeigen sollen, es gibt jetzt quasi ein Territorium, was Grenzen hat, in diesem Fall auch noch mit einer Mauer, die quasi an jüdische Architektur erinnern sollen. Sie sehen einen unten rechts im Bild eigenen öffentlichen Transport. Es gibt Straßenbahnen. Es gibt Straßenbahnen, die statt einer Nummer den Judenstern oben haben. Und auch darüber wird also angedeutet, dass es sich um ein autonomes Gebiet handelt. In anderen Reportagen sind prominente Themen und Bilder die jüdische Post und die jüdische Polizei, wobei es sich dabei ja um hoheitliche Aufgaben handelt. Auch das also wieder genau auf die gleiche Rechtfertigung abzielend. Sie sehen hier in der Kölnischen Illustrierten Zeitung etwas sehr Interessantes, nämlich dieses kleine Porträt von dem dort als Ghetto-Bürgermeister titulierten stellvertretenden Vorsitzenden des Judenrats. Das ist deshalb interessant, weil das für mich eigentlich das einzige Bild ist, das ich kenne, wo jemals jüdische Repräsentanten abgebildet werden in quasi also einer würdigenden Form im Grunde genommen. Auch hier sehen Sie wieder also die Mauer als Trennung. Sie sehen eigene Straßenbahnabteile. Es zielt alles auf Isolation, aber eben auch gleichzeitig ist der Autonomiegedanke mit den Händen zum Greifen nah. Die praktischen Folgen für die NS-Bildpresse liegen auf der Hand. Im Grunde kann man dann, wenn man die Ghettos so zeigt, auch Elend und Gewalt visuell integrieren, weil eben die Deutschen plötzlich nicht mehr zuständig und verantwortlich sind für diesen Bereich. Es werden also Gerüchte über Missstände aufgefangen mit so einer Darstellung. Im Grunde kann man sagen, dass ja eigentlich sogar, wenn man
jetzt Armut auf den Straßen auf einmal zeigen kann und Kinder, die also schon am Verhungern sind, auch solche Berichte konnten dann Eingang in die NS-Bildpresse finden. Zeigen sie eigentlich nur die Notwendigkeit der Maßnahmen, also die Juden in eigenen Gebieten einzuschließen, weil eben dadurch ja die gesellschaftliche Zersetzung dann verhindert würde. Teilweise, das war also vor allem 1941, im Frühjahr bis zum Sommer etwa, danach gab es solche Bilder und Berichte nicht mehr in der NS-Bildpresse. Allerdings wurden noch im Herbst 1941, als die Deportationen aus dem Reich einsetzten, die ja häufig gerüchteweise oder auch tatsächlich in die Ghettos führten, solche dann Berichte in der Presse wieder, riefen wieder diese Bilder auf und nährten also die Illusion, dass für das Überleben der Juden im Osten im Grunde gesorgt sei und sie dort in ihren eigenen Gebieten ein ruhiges und auch von Luftangriffen ja weitgehend beschütztes Leben weiterführen könnten. Danke. Ja, ich würde vielleicht auf diesen letzten Punkt der Ordnungsstiftung ganz gerne kommen und dich eigentlich fragen, wie würdest du das einschätzen? Das hat ja ganz klar dieses Moment der Ordnungsstiftung. Ne? Die Deutschen kommen nach Polen und schaffen aus dem Chaos erstmal sozusagen eine deutsche Ordnung, indem sie separieren und das quasi auch noch als Autonomie verkaufen. Was glaubst du, wie ist die Bedeutung dieser Fotoreportagen innerhalb dieser gesamten Neuordnung Europas auch der Besatzungspolitik einzuschätzen? Ich glaube schon, das ist, glaube ich, etwas, was Harry hier zeigt. Also ich denke, dass es einen Moment in 1941 gibt, den wir uns so noch nicht vergegenwärtigt haben, wenn wir die Radikalisierung der antisemitischen Politik sehen. Also dass wir wissen, dass 1940 den Versuch gab, jüdische Menschen aus nicht nur aus Deutschland, sondern aus den damals besetzten Gebieten, also aus Polen, Tschechien, nach Madagaskar zu bringen. Also einen großen Plan, die europäischen Juden, jedenfalls derer, denen man habhaft werden konnte, nach Madagaskar zu bringen. Und diese jüdischen Ghettos eher so als Übergangslösung waren. So in diesem Holocaust-Erklärung wird das meistens verortet, was Harriet mit ihrer Bildanalyse zeigt, dass diese Ghettos in Polen deutlich so etwas wie auch Madagaskar, so Inseln, territoriale Inseln innerhalb der besetzten Gebiete sein, also in dieser Phase sein sollten und deutlich mit mehr Planhaftigkeit, als wir es bislang in den Dokumenten, beispielsweise aus dem Reichssicherheitshauptamt oder so, im Blick gehabt haben. Also dass dahinter zumindest ein Bildprogramm oder ein visuelles Programm stand, das diese jetzt nach außen hin so angeblich oder präsentierten autonomen Siedlungsgebiete selbstständig sein sollten, sowas wie eine Apartheid-Gesellschaft schaffen, also eine rassistisch segregierte Gesellschaft, in der aber dann, wie du sagst, die jüdischen Selbstverwaltungsorgane dann auch verantwortlich sind für all das Elend, für die Not und für die Unterernährung und die katastrophalen Zustände. Und wenn ich beispielsweise, worüber wir ja sehr viel gerätselt haben, über diesen Film, den es nur im Rohschnitt gibt, über das Warschauer Ghetto, von 1941, wo diese Kontraste sind, also dass wir inszenierte Bilder von Luxusgeschäften haben, in der dann eigens inszenierte jüdische Menschen, die vorher gut angezogen wurden, also jetzt irgendwelche Spezialitäten essen sollen oder an Restaurants sitzen, dass das in dieses Bildprogramm passt, weil es zeigen soll, so führst du es ja auch nochmal aus in bei dir, zeigen soll, dass dass Juden nicht zu einer Sozialität, zu einer Gesellschaft in der Lage sind, dass sie egoistisch, dass sie habgierig
und nur an ihren eigenen Vorteil denken und damit gewissermaßen auf der einen Seite die Reichen prassen, diese Bilder, und auf der anderen Seite arme, hungernde Menschen auf der Straße buchstäblich verrecken. Und das, was dort das Perfide an diesem Film ist, dass diese Menschen, die auf der Straße sterben, dass das Aufnahmen aus dem Ghetto sind, die nicht offensichtlich nicht inszeniert sind, während alle anderen Aufnahmen, die Menschen in Restaurants zeigen, die bei der Arbeit, der gut gekleidete Can Yakov als Vorsitzender ja deutlich für diesen Film inszeniert worden sind. Oder die Menschen, die das Varieté erleben mussten, 9 Stunden lang eingesperrt waren im Theater, um immer wieder eine Szene der Varieté mit, und die dann tosende Beifall klatschen mussten, 9 Stunden lang, bis diese Szene im Kasten war. Ne? Also insofern, glaube ich, findest du mit dem Bildprogramm, glaube ich, etwas, was bislang in der Holocaust-Forschung noch nicht so beachtet ist, wie ernsthaft diese Phase Anfang 1941 gedacht und geplant gewesen ist. Weshalb haben Sie überhaupt darüber berichtet? Ja, das wäre so eine Frage, die ich jetzt sozusagen an Harriet noch mal stellen würde. Also gibt es so etwas, also wenn wir davon ausgehen, dass die nationalsozialistische, gerade die Propagandaführung, ja so etwas machen will wie gelenkte Bilder. Die Menschen sollen bestimmte Bilder haben. Gelingt das eigentlich so? Ist das eigentlich, also natürlich haben das Diktatoren, Machthaber haben immer die Vorstellung, dass sie oben nur etwas anschalten müssen, einen ordentlichen Apparat bauen und dann glauben die Menschen schon da unten, was an Parolen oder Bildern zu zeigen ist. Dem ist ja nicht so, das wissen wir ja. Gab es zum Beispiel jetzt bestimmte antisemitische Traditionen, an die die Nationalsozialisten anknüpfen konnten in ihrer Visualisierung? Gab es, aber das wäre ja tatsächlich eher diese Ghetto-Reportage 1939, 40, der Ostjude, der dreckig ist, schmutzig ist, der Handel betreibt. Und siehst du dort sozusagen visuelle Kontinuitäten, Traditionen, die auch bewusst instrumentalisiert worden sind? Ja, also natürlich 1939 ganz stark, und das ist auch eine bewusste Instrumentalisierung. Es gibt allerdings, die Quellenüberlieferung ist lückenhaft, deshalb kann man es nicht wirklich bestimmt sagen, aber es gibt keine und nicht in dem oder nicht in dem Maß Anweisungen an Fotografen, entsprechende Bilder zu produzieren. Man würde sich das wesentlich stärker vorstellen, dass gelenkt wurde. Tatsächlich hat man fast das Gefühl, dass die Nationalsozialisten eben nicht dieser Hoffnung auflauerten, dass sie alles nur einmal regulieren müssten und dann würden die entsprechenden Bilder schon erscheinen. Was sie gemacht haben, ist eigentlich eher, dass sie Themen vorgegeben haben, Schlagworte, zu denen also Bilder sehr gewünscht seien, und darauf sollten bitte die Fotografen, vor allem die Propagandakompanien im Krieg, quasi ihre visuelle Realität, die ihnen entgegentrat, einmal abtasten, ob sie nicht entsprechende Bilder, die also das Schlagwort die Deutschen kämpfen immer tapfer, dazu Bilder bringen könnten. Das schon, sie setzten aber gleichzeitig, also die Presselenkung setzte aber gleichzeitig auch auf eine gewisse Eigeninitiative der Fotografen und auch durchaus der Redaktion. Also alles vorzugeben, ist ja sowieso nicht besonders realistisch. Die Lenkung funktionierte eher nicht so stark quasi über direkte motivische Vorgaben, sondern eher darüber, die Fotografen, Redakteure natürlich per Schriftleitergesetz unter Druck zu setzen, wenn sie also was veröffentlichen würden oder produzieren würden zur Veröffentlichung, was den Zielen des nationalsozialistischen Staates und Volkes entgegenstünde, dann drohten ihnen eben Ausschluss aus dem Beruf und natürlich auch entsprechende Gerichtsverfahren. Und es sind ja auch Beispiele über Konzentrationslagerhaft von solchen Redakteuren dann überliefert. Das heißt, das war eher das Mittel, um eine Bildpresse
zu erreichen, die den Nationalsozialisten genehm war, als dass man sagen würde, die haben genau gesagt, du fotografierst jetzt das, gehst dahin, die Leute sollen das vor der Kamera spielen, egal, diese Bilder brauchen wir, so funktionierte die Bildlenkung nicht. Interessanterweise würde man annehmen, dass gerade die Darstellung der Ghettos, weil sie eben sehr konsistent homogen ist ab 1941, diese Idee vom jüdischen Staat im Kleinen, heißt es tatsächlich auf Bildrückseiten, das Warschauer Ghetto als jüdischer Staat im Kleinen. Diese Idee wird so massiv propagiert 1941, dass man natürlich denkt, da muss irgendeine Entscheidung dahinter stehen, da steht eine ganz klar formulierte Strategie dahinter. Zu finden ist sie nicht, also überliefert ist sie nicht. Und auch eher dem entgegensprechend gibt es auf eine sehr prominente Reportage über das Warschauer Ghetto im Sommer 1941 in der Berliner Illustrierten Zeitung eine sehr kritische Reaktion aus dem Presselenkungsapparat, wo gesagt wird, ja, also schon eine ganz gute Idee, das so gegenüberzustellen, die Reichen im Ghetto und die Armen, und auch zu zeigen, dass es also diese jüdische Selbstverwaltung so weit geht. Aber letztlich, wenn das Ausland sieht, irgendwie diese Bilder sieht, dann bleibt doch eher haften, dass die Deutschen da doch nicht Ordnung geschaffen haben in Warschau, obwohl sie das doch immer verkünden. Das heißt, von der Presselenkung selbst, das ist auf der Pressekonferenz, von der Presselenkung selbst wird dieses argumentative Potenzial eher kritisch eingeschätzt. Und es wird auch im gleichen Atemzug entschieden, dass diese Bilder dann bitte auch nicht mehr in anderen Zeitungen zur Verfügung stehen sollen. Das hieße ja aber, dass das Publikum gewissermaßen von Seiten des NS-Regimes ein doppeltes ist. Es ist einerseits sozusagen die Volksgenossen und Volksgenossinnen, die irgendwie beruhigt werden sollen. Also die deutschen Juden sind sozusagen weg, alles ist gut, die leben da dann irgendwie. Und das ist, wie gesagt, diese neue Ordnung geschaffen worden. Aber auch das Ausland. Weiß man was über die Rezeption dieser sozusagen Bildillustrierten durch ausländische Botschafter, Konsuln, Leser? Ja, also wenig. Man weiß, dass die Illustrierten auch im Ausland gelesen wurden. Die wurden auch ins Ausland geliefert. Ja. Konkrete Rezeption ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Mhm. Da ist, glaube ich, nur mit also exemplarischen Fällen, ein oder zwei Fällen, aber das ist wenig aussagekräftig, aber ist da zu rechnen. Die wurde gelesen, die wurde natürlich auch von amerikanischen Zeitungen gelesen, auch aufgegriffen, diese Berichte, das ist auch klar. Und wir haben natürlich auch, was wir anfangs schon angesprochen hatten, den Mechanismus, dass diese Bilder natürlich auch ans Ausland gingen. Also die, sprich die amerikanischen Zeitungen mussten nicht mühsam deutsche Zeitungen irgendwo kaufen, sondern sie konnten ja einfach sich die Bilder per Associated Press ins Haus liefern lassen. Und genau diese Reportage ist auch von AP. Mhm, also es handelt sich dabei um die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press, die also in Berlin eine deutsche Tochter als GmbH betrieben hat. Und mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und darauf folgend den Einschränkungen der Pressefreiheit eben sich vor die Wahl gestellt sah, diese Berliner Branche, Berliner Tochter entweder dicht zu machen oder sich den Ansprüchen des Schriftleitergesetzes zu unterwerfen, was eben hieß, dass alle Fotografen einen ARIA-Nachweis brauchten und wenn sie den nicht liefern konnten, mussten sie entlassen werden. Und genau das hat die AP gemacht und konnte dann aber eben, indem sie sich an das Schriftleitergesetz hielt, weiter aus Berlin berichten mit deutschen Fotografen und die eben, ja, dem, wie gesagt, dem Schriftleitergesetz Genüge taten. Und genau diese Bilder konnte die AP dann aber nach Amerika bringen und dort in den amerikanischen Zeitungen eben unterbringen. Das heißt, solche Bilder können Sie da genauso finden, ja. Mhm. Ja.
Und hat das irgendwie einen Zusammenhang, dass du ja gesagt hast, also unser stellvertretender Judenratsvorsitzende ist hier vergleichsweise freundlich aufgenommen worden? Also glaubst du, dass das sozusagen damit zusammenhängt oder ist das jetzt irgendwie so ein Zufall? Das Argument war ein anderes. Das Argument war, dass der auch genauso wie die jüdische Selbstverwaltung sozusagen so prominent platziert ist, dass man ihn eben wie einen Bürgermeister zeigt. Also das war, das sollte auf die jüdische Autonomie abzielen. Und das ist eben, also sonst jüdische Repräsentanten sind seit 1933 nicht mehr in der NS-Presse irgendwie zu sehen. Es sei denn, nachdem sie emigriert sind und dann natürlich in ausgesprochen despektierlicher Art und Weise Propaganda-Bilder. Ja. Da wollte ich noch mal einhaken, weil sozusagen eine Problematik mit Bildern oder etwas ist, wie das für deine Analyse sich ausgewirkt hat. Also es gibt ja die Idee von Roland Barthes, dass es so in Bildern so etwas wie ein Punktum geben kann. Also ein Moment oder ein Bildelement, was die Fotografie in einem besonderen Maße bestimmen kann. Also zum Beispiel in dem Foto, in dem du das gezeigt hast von dem Händler, der eine Armbinde hat und die Kontext dieses Fotos gar nicht darauf eingeht, in dem Augenblick, wo jetzt ein Leser, eine Leserin diese Armbinde als jüdische Markierung als jüdische Markierung lesen würde, auf einmal in den Kontrast zu der Bildunterschrift sehen könnte. Also sich gewissermaßen das, was die Bildjournalisten, was die Presse sozusagen, die Redaktion sich mit dieser Kombination Bild-Text erhofft hat, sich auflöst oder zumindest auseinanderdividiert wird. Oder Bilder von Menschen, die auf der Straße sterben, können ja auch zum Beispiel Mitleid als Emotion auslösen. Eben nicht nur Abscheu, nicht nur Verachtung gegenüber. Sie können ja auch ein sterbende Menschen oder ein sterbende Kinder auf der Straße zu sehen, kann ja auch. Also das heißt, diese Bilder können oder Machthaber denken immer, sie sind eindeutig kodiert und wir können sie auch mit entsprechendem Kontext bringen. Sind sie ambivalenter eigentlich in ihrer möglichen Interpretation, als sich die Bildredakteure der Illustrierten Zeitung es sich gedacht haben? Ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil dieses Punktum von Barthes ist, genau wie du gesagt hast, ja was ganz Individuelles. Das ist, liegt also im Bereich der wirklich individuellen Bildrezeption. Und das ist ein Bereich, der im Grunde in historischer Perspektive einfach nicht zugänglich ist. Du hast höchstens, also wirklich sehr, sehr wenige Fälle von Tagebuchautoren, die sich ausführlicher mit der Presse überhaupt befassen. Und wenn die dann auch noch Bilder angucken und sich darüber äußern, also das ist ein ausgesprochen seltener Fall. Deshalb ist die Frage so schwer zu beantworten. Was ich ja versuche, ist, mich eher der Bildrezeption eben dann auf einem anderen Weg zu nähern, in der Überzeugung, dass für diese Bildrezeption immer zwei Faktoren eigentlich zum Tragen kommen. Das sind einmal die individuellen, über die ich eben leider nichts sagen kann, aber es sind auch kulturelle Faktoren. Und Bildbedeutung ist immer auch an kulturelle Faktoren geknüpft. Und das ist der Bereich, der in historischer Perspektive zugänglich ist, wenn man sich eben ausführlich wirklich mit den Bildhorizonten und den verschiedenen Bedeutungsdimensionen, die Bilder haben können, wenn sie vor diesem Horizont betrachtet werden. Also es ist ja mindestens ein dreidimensionales Modell, was man dabei im Kopf haben muss, um dem halbwegs auf die Schliche zu kommen. Das funktioniert, über das Individuelle lässt sich nichts sagen. Eine Frage wollte ich nur noch mich nach der sagen, ob es etwas, du hast ja jetzt sehr stark, und das ist ja nun auch deine Untersuchung, auf das Antisemitische in der Bildpresse geachtet und darauf deine Untersuchung auch konzentriert. Sind das eigentlich visuelle Bildprogramme, die du auch, oder sagen wir, könnte man sie rassistisch als rassistische Bildprogramme erweitern? Du hast einmal, an einer Stelle kommt etwas vor,
in den Ghettos, dass du eine Bildreportage, ich glaube aus der Berliner Illustrierten Zeitung, sagst, das ist so ähnlich wie eine Reportage über Tanger, die Stadt, wie die Stadt Tanger dargestellt wird. Also sind diese Bildsprachen, die du analysiert hast, etwas, was auch anknüpft an rassistische oder kolonialistische Bildsprachen? Also jetzt ohne, dass sie... Du sollst jetzt nicht das zweite Buch, du kannst natürlich jetzt schon das zweite Buch zu schreiben darüber, aber würdest du, wenn man mal darüber nochmal nachdenkt, ist das jetzt etwas, was sich deutlich, also hier etwas spezifisch Antisemitisches zeigt, oder ist das eine rassistische Bildsprache, die wir möglicherweise, das weißt du auch viel besser, Birte, die man in kolonialistischen Bildern wiederfinden kann? Ja, da sagt Birte gleich was zu. was mir dazu einfällt, ist, wenn ich an diese rassistischen Bildreportagen denke, sind eigentlich jetzt so zwei Hauptmotive. Das sind farbige Menschen meistens, sind also die Untersuchungen, die ich darüber kenne, beschäftigen sich mit Afrika und ich glaube Südamerika, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Darstellung afrikanischer Menschen ist häufig in einer Art und Weise, dass sie eben in einem sehr, sehr starken kulturellen Kontrast ist. Das heißt, die werden entweder also so als sehr, sehr ursprünglich, nahezu nackt, was ja sonst als Bildform eher ausgeschlossen wäre, dargestellt in sehr rituellen Zusammenhängen. Das sind solche Bilder. Da finde ich keinen oder wenig Vergleich. Aber es gibt durchaus Bildformen wie eben schwarze Menschen, die versuchen, wie weiße Menschen zu sein. Also beispielsweise Tennis spielen und das, also sich sozusagen weißen Menschen angleichen wollen. Das ist, glaube ich, auch so eher ein Topos in diesen Reportagen. Und sowas findest du natürlich bei antisemitischen Bildern durchaus auch. Also weil ja dieses irgendwie diese Idee von die Juden gehören nicht in diese Gesellschaft und versuchen aber, sich in dieser Gesellschaft zu platzieren. Solche Bilder findest du, wo dann eben die, weiß ich nicht, Trachten, also jüdische Jungs, die Schuluniformen Trachten zeigen, und das wird eben aufgespießt als sei ja völlig illegitim, weil es seien ja Juden. So, mhm. Ne? Also diese Motive schon, aber jetzt weitergehende Übereinstimmung, also kommen mir zumindest gerade nicht in Sinn. Müsste ich wahrscheinlich noch mal länger drüber nachdenken, ja. Ich glaube, in kolonialen Zusammenhängen haben wir immer dieses Zivilisierungsmoment. Und da kann man natürlich Ähnlichkeiten feststellen. Also gerade Schwarze sind faul, also müssen wir sie in Arbeit bringen. Und dann sieht man irgendwie arbeitende Afrikaner. Okay. Und das ist dann der Segen der westlichen Zivilisation. Aber ich glaube, dass die Bildprogramme dann doch auch, so wie du sie jetzt auch zeigst, wir sind natürlich jetzt in einem etwas anderen Zusammenhang, auch zeitlich in einem anderen Zusammenhang, dann doch nochmal in diesen europäischen Schauplatz doch viel näher rücken als Afrika. Das ist dann doch eine andere Welt und auch eine andere Form der sozusagen, hier geht es ja nicht um eine Zivilisierung, sondern hier geht es ja eigentlich gerade darum, Zivilisationen in Anführungsstrichen zu trennen. Ja. Und zu schützen eigentlich, genau. Und die Traditionen, glaube ich, hier sind auch andere als jetzt in kolonialen Diskursen, zumindest partiell andere. Das ordnungsstiftende Moment würde ich wiederum als Übereinstimmung sehen, weil es geht immer darum, sozusagen Gesellschaften neu zu strukturieren, neu zu ordnen, eben nach rassistischen oder eben spezifisch antisemitischen Gesichtspunkten. Ich hätte eigentlich noch mal eine Frage, diese Unterscheidung zwischen Weltjudentum und Judenfrage. Mm. Ist das nicht etwas künstlich? Also wieso ist das jetzt sozusagen Judenfrage und nicht Weltjudentum? Also wo ist da, ist das Weltjudentum in den USA und hier Europa ist Judenfrage? Oder wie habe ich mir das irgendwie zu erklären?
Ja, vor allem. Also das Weltjudentum in dieser nationalsozialistischen, antisemitischen Paranoia-Welt ist das Weltjudentum quasi das Verbindende hinter den Alliierten. Das steht also deshalb nicht nur in den USA, sondern das ist genauso in Großbritannien sehr präsent und natürlich auch in der UdSSR. Das ist natürlich eine große Herausforderung für die NS-Bildpresse gewesen, dieses Weltjudentum darzustellen. Wurde auch mehrfach tatsächlich thematisiert, wie man das jetzt am besten darstellen könnte. Es ging also im Grunde genommen darum, immer alle gesellschaftlichen Spitzen sozusagen als jüdisch beeinflusst oder in der Nähe von Juden darzustellen. So, das war eigentlich das Ziel, weil ja klar war, die Staatsmänner direkt sind keine Juden und das war auch nicht gewünscht und kontraproduktiv, das solche Behauptung zu unterstellen. Aber die Nähe zu Juden reichte aus sozusagen, um visuell zu argumentieren, dass hier eben der Einfluss groß sei. Also die Machtfrage ist das Entscheidende dann. So. Bitte? Die Machtfrage ist das Entscheidende. Ja. Also ich fand auch nochmal sehr interessant, du hast in deinem Buch gerade noch diese starke Bildkampagne, antisemitische Bildkampagne nach dem November-Pogrom. Und das Bild, was du gezeigt hast von der New Yorker Börse, ist ja vom 8.12., wenige Wochen danach. Und als sei, ich sag mal, also die erste, also eine Assoziation von mir war, als seien wir gerade dieses zerrissene Papier, als seien gewissermaßen Juden immer schuld, selber schuld an ihrer Zerstörung, also die Hinterlassenheit Zerstörung. Wenn es in New York in der Börse, das Bild, da muss der nicht-jüdische Hausmeister muss kehren und den sozusagen das Zerrissene, Zerstörte wegkehren, was Juden hinterlassen. Und das ist vier Wochen, nachdem hier Zerstörung und Ding weggekehrt werden. Und also als wenn es so eine, sozusagen, so eine, also wenn es so eine visuelle Hinführung gibt, eigentlich sind die Juden selber schuld gewesen an der, an dem Pogrom und in Zerstörung des Pogroms. Das ist ein sehr guter Gedanke, Aber wie entgehen wir sozusagen solchen Deutungen, dass das alles intentional geplant ist? Gute Frage, und nicht, das ist ja gewissermaßen so, so ein bisschen das Problem, denke ich. Also das könnte jetzt eine Arbeitshypothese sein, aber was machen wir jetzt damit? Ja, genau. Wunderbare, also super, die waren so toll, das haben die mit der Propaganda so perfekt hingekriegt. Ja. Und man weiß es, kann man dazu irgendwie, du hast ja gesagt, das mit der Lenkung ist... nicht also in dem Maße, wie wir es uns vermutet haben, lange Zeit, sondern es gibt eine Form dieser Selbstmobilisierung auch der Fotografen. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich so intendiert war. Ich glaube nicht, dass diese Bilder mit der Intention in die Münchner Illustrierte gekommen sind, aber dass sie so rezipiert werden konnten, liegt, denke ich, schon auf der Hand. Im Allgemeinen würde ich eher sagen, also da war die Propaganda dann doch ein bisschen schlichter eigentlich als jetzt deine Erkenntnis gerade. Ja, vielleicht sollten wir sind jetzt etwas in der Zeit vorangeschritten, vielleicht sollten wir jetzt ins Publikum gehen. Ich denke, Sie haben etliche Fragen, vielleicht auch noch zu den Fotografen oder zu, wieso überhaupt so eine Bildillustrierte aussah, ob man sich das wie, was weiß ich, die Gala vorstellen sollte. Keine Ahnung, ja. Eine Frage hier vorne. Ich habe eine Frage zu Bildern im Kopf. Und dazu muss ich vielleicht was Persönliches erklären. Ich bin als 18-Jähriger mit den Auschwitz-Prozessen das erste Mal damit in Berührung gekommen und habe mich mein Leben lang damit beschäftigt. Habe viel darüber gelesen, war in Yad Vashem, habe Ghetto mehrmals gesehen, also diese Zadek-Inszenierung, und halte mich eigentlich für antisemitische Einflussnahme für immun. So. Jetzt ist aber in den letzten 20 Jahren immer häufiger, also mit dem Verfall der Sowjetunion ging es ja darum, dass sich Menschen bereichert haben, die sogenannten Oligarchen. Wenn Sie heute darüber lesen, wird es immer mit dem Adjektiv versehen, jüdische Oligarchen. So. Das setzt bei mir Bilder im Kopf frei, die ich gar nicht haben will.
Dann wohne ich noch im Grindelviertel mit den wichtigen Pflastersteinen, die erinnern an Stolpersteine, dieses, üble Verbrechen. Ich werde also jeden Tag damit konfrontiert und also die finde das eine wunderbare Einrichtung, dass man so daran erinnert. Aber was, oder noch ein Beispiel, Gesine Schwan hat einen Vortrag gehalten vor einiger Zeit über die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt. Und ich frage mich seit Jahren, was soll mir das sagen, dass in seriösen Zeitungen, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, immer wieder mit diesem Adjektiv gearbeitet wird. Was hat das für einen Hintergrund? Kommen wir etwas weit weg von den Bildern. Naja, ich finde es nicht so eindeutig. Also zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 habe ich nie gelesen, dass das Greenspan aus einer jüdischen Familie kommt. Also der US-Notenbankchef wäre ja sozusagen die Inkarnation des jüdischen, Zerrbild vom jüdischen Finanzier gewesen. Aber in den Medien, die ich so wahrnehme, war das kein Thema. Bei den Oligarchen ist es mir jetzt im Augenblick nicht geläufig. Wüsste ich, also es gibt immer wieder, denken Sie daran an den, also ich glaube, es wird eher skandalisiert. Denken Sie an die Karikatur über Netanyahu, die in der Süddeutschen war, die sofort große Kritik hervorgerufen hat, weil er mit zwei Raketen gezeigt wurde, auf denen der Davidstern abgebildet war und damit gewissermaßen als jüdischer Kriegstreiber und mit entsprechender vergrößerter Nase und etwas vergrößerten Ohren. Also sozusagen also so eine praktisch eine antisemitische Zerrkarikatur war und was dazu geführt hat, dass der Zeichner nicht mehr für die Süddeutsche dann danach mehr arbeiten durfte. Also die Bearbeitung, sozusagen die Zusammenarbeit beendet worden ist. Und also ich habe eher den Eindruck, dass solche Konnotationen auf Kritik stoßen, als dass sie so durchgehen. Also ein Beispiel von heute aus der FAZ-Vorlesung. Ja. Diese Sackler-Familie, die dieses Opiate in Verkehr gebracht haben, er wird ausdrücklich der New York geborenen Söhne jüdischer Einwanderer aus Polen und der heutigen Ukraine. Was soll das? Ja. Da würde ich Ihnen in so einem Fall würde ich Ihnen recht, nur, könnte ich nur recht geben, dass bedient das Klischee. Genau. Ganz klar. Jetzt haben wir eine Frage da hinten. Christian Führer. Ja, um zu unserem Thema zurückzukehren. Sie haben 12 verschiedene illustrierte Zeitungen angeschaut. Das sind ja, denke ich mal, sehr unterschiedliche Blätter mit sehr unterschiedlicher Auflage, also mit der Berliner Illustrierten als Flaggschiff der ganzen Branche. Können Sie was sagen zu Unterschieden zwischen diesen verschiedenen Periodika? Gab es die oder ist das eine Flotte, die sozusagen nach einer Richtlinie marschiert? Und wenn es solche Unterschiede gab, wie würden Sie die charakterisieren und wie würden Sie sie erklären? Ja, es gab eine sehr wichtige Frage. Es gab sehr, sehr große Unterschiede. Vor allem in der Quantität der Bilder zur Judenfrage. Und erklären kann ich diese Unterschiede nicht. Und zwar deshalb nicht, weil ich keine Redaktionsarchive mir angucken konnte, weil es diese Redaktionsarchive einfach nicht gibt. Genau. Deshalb kann ich sie nicht erklären. Der große Unterschied liegt beispielsweise bei Zeitungen wie der Frankfurter Illustrierten, also das Bunte Blatt, so gut wie keine Bilder zur Judenfrage. Die Woche, so gut wie keine. Erika, keine. Und auf der anderen Seite die Berliner Illustrierte mit großen Reportagen, frühen Reportagen, begleitenden Reportagen zu den drei großen antisemitischen Filmen 1940. Das lässt sich, denke ich, noch über die Berliner Nähe und die Wichtigkeit natürlich der Zeitung erklären, dass dort sicherlich Reportagen prominent platziert werden sollten und wurden. Warum das jetzt bei der Woche nicht geschehen ist und bei der Frankfurter Illustrierten, ich habe keine Erklärung dafür.
Vielleicht kannst du bei der Gelegenheit in der Tat mal was über die Quellen sagen. Das Springer-Archiv, da warst du ja auch und hast was gefunden. Und du hast ja auch irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 1,4 Millionen oder sowas Bilder gewissermaßen gescannt oder gescreent eigentlich, um überhaupt sozusagen an dieses Material zu kommen. Wie war die Recherche? Und wenn die alle keine Archive hinterlassen haben und wie kommt man auf die Namen der Fotografen und so? Das ist ja eine unheimliche Detektivinnenarbeit gewesen. Ja, ja. Also stimmt schon. Was die Bilder angeht, hat man natürlich enorme Möglichkeiten zu recherchieren. Der gesamte Bestand der Propagandakompanien, zumindest also so die Hälfte, sage ich mal, umfasst etwa 1,5 Millionen, glaube ich, Aufnahmen, ist im Bundesarchiv zugänglich und kann also angeguckt werden. Ein Teil nochmal dann in anderen Archiven. Wichtig ist ja, wenn man zu Pressefotos recherchiert, natürlich nicht nur sich die veröffentlichten Bilder anzugucken, sondern möglichst eben auch die Vorstufen. Die hat man da im Bundesarchiv. Das heißt, man kann das Ganze seriell betrachten und darüber natürlich ein Argument machen. Wichtig ist außerdem, wenn es möglich ist, sich zeitgenössische Presseabzüge anzugucken. Die sind ja teilweise beherbergen die noch besondere Informationen auf der Bildrückseite, die ausgesprochen spannend sein können. Redaktionsarchive gibt es einfach nicht. Also viele Dinge, die wir heute wissen wollen würden, wurden, glaube ich, auch einfach niemals irgendwie verschriftlicht, sondern das geschah eher so on the fly, sagt man jetzt. Entscheidungen, die getroffen wurden oder so, da wurde nicht Buch drüber geführt. Trotzdem gibt es einige bedeutende Quellen zur Bildlenkung, die bislang einfach noch nicht gesehen, noch nicht ausgewertet wurden. Dazu gehört dieses Bildpressezensurbuch, was also von Propagandaministerium geführt wurde und wo eben mal relativ detailliert festgehalten ist, wie eigentlich die Bildlenkung funktionierte, wie also Agenturen bestimmt wurden, die bestimmte Pressetermine jetzt zu fotografieren haben oder bestimmte Geburtstage von Goebbels oder wie er zusammentrifft mit irgendwelchen anderen Führerinnen oder wem auch immer. Da gibt es also durchaus spannende Unterlagen immer noch in Archiven zu entdecken, die bislang einfach nicht gesehen wurden. Ja. Ja, dann haben wir da eine Frage. Danke. Ja, vielen Dank für den Vortrag erstmal und für die ganze Diskussion. Zwei Anmerkungen und eine Frage dann an Harriet Scharnberg. Erstmal fand ich interessant, also ich beschäftige mich mit Privatfotografie, die Rezeption dieser illustrierten Fotografien und Reportagen finden sich dann schon in den Privataufnahmen der Wehrmachtssoldaten in den Alpen. Und zwar gerade mit dem Bild des Juden sozusagen im Nachklapp, als eben ab 41, was Sie sagten, keine Reportagen mehr offiziell in den Zeitungen es gibt. In den Privataufnahmen gibt es sie sehr wohl eben als Rezeption dieser Typisierungen in der Presse. Und das finde ich schon einen ganz interessanten Aspekt. Und dazu auch im Zusammenhang die Typisierung überhaupt. Ich denke schon, dass man es von der kolonialistischen Fotografie Ende 19. also fast rüberziehen kann bis zum NS, eben in dieser Vermessungsfotografie und anthropologischen Fotografie. Das heißt wirklich Typenbildung. Und die passiert eben dann genauso mit Juden, genauso wie mit Afrikanern. Also Bernatzik ist da einer, der das durchzieht bis zum NS, in der Presse auch. Und dann die Frage nach den Fotografen. Das würde mich schon interessieren. Gab es Möglichkeiten überhaupt, obwohl die Recherche, was Sie jetzt eben sagten, schwierig ist, einzelne Namen rauszufinden oder deren Fotos auch zu finden, also nicht nur die abgedruckten, sondern eben auch andere noch, also alles, was die gearbeitet haben?
Also erstmal einmal kurz beipflichtend, wo also auch die private soldatische Fotografie die visuellen Topoi der NS-Bildpresse aufgreift, ist natürlich in diesem ganzen Judenlernarbeitenkomplex, da ist es ja überaus deutlich. Also da gibt es zahlreiche Beispiele aus der Privatfotografie, die genau diese Darstellung von jüdischen Menschen, die zur Zwangsarbeit einberufen sind, gezwungen werden, die mit, ich sag mal, mehr recht als schlecht natürlich in der fachmännischen Handhabung dann ausführen. Solche Spottbilder total verbreitet, haben Sie ganz recht, also das wird sehr aufgenommen. Zu den Fotografen, ich habe mich natürlich bemüht, überhaupt keine Frage. Namen sind teilweise auch tatsächlich rauszufinden. Die Frage ist dann natürlich, geht's noch weiter? In einem Fall ging es noch weiter und das ist ein ausgesprochen spannender Fall. Das ist der Dr. Westkamp, der im Grunde Hausfotograf des Schwarzen Korps, also dieser SS-Zeitung. Da hatte ich großes Glück und konnte im Rahmen der Recherche sein Bildarchiv in einer Frankfurter Schule im Heizungskeller tatsächlich finden. Mittlerweile ist das auch umgezogen ins Frankfurter Stadtarchiv, glaube ich, heißt es. Das ist natürlich ein ausgesprochener spannender Fall erstmal gewesen, weil ein sehr, sehr prominenter Fotograf, über den heutzutage im Grunde überhaupt nichts bekannt ist. Teilweise wurde in der Forschungsliteratur spekuliert, es könnte sich auch um eine Frau bei ihm handeln oder so. Also diese Legende ist jedenfalls ausgeräumt. Wir haben die im Schwarzen Korps von ihm veröffentlichten Bilder, deshalb weiß man, wo er überall war. Und er hat sehr viele Reportagen zur Judenfrage, auch wirklich Bilder mit sehr, wie man heute weiß, eben sehr dramatischem Hintergrund aufgenommen. Er hat nach dem Novemberpogrom beispielsweise im Konzentrationslager Sachsenhausen jüdische Häftlinge fotografiert, die dann im Schwarzen Korps vorgeführt wurden. Er hat auch unterschiedlichen Ghettos fotografiert. Leider ist aber sein Bildbestand, den hat er eben verkauft an diese Frankfurter Schule, beziehungsweise nicht er persönlich, sondern seine Tochter hat den verkauft. Und dieser Bildbestand ist also von kompromittierenden Bildern weitgehend gesäubert. Ja. Bis auf zwei Reportagen, die eben dabei übersehen wurden, die dann aber auch trotzdem sehr aufschlussreich waren. Und die Wehrmachtssoldaten sozusagen, den Transfer dieser Bilder in die Privatalben, was würdest du dazu sagen? Das hatte ich jetzt so mit dem Judenlernarbeiten, ne? Da ist das tatsächlich, also massiv. Geradezu, ja, massiv, ja. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier noch eine Frage. Ja. Das schwarze Schaf möchte sich auch melden. ich komme aus den Urwäldern Suriname, Südamerika, Amazonas. Ich bin auf der Suche gewesen. Ich bin nach Deutschland 2011. Ich muss das ein bisschen erklären. Ist das okay? Ja. Gut. Mein gottlicher Auftrag ist es, das Wissen der Urwaldbewohner zu institutionalisieren, weil das ist wichtig. Das ist ein Wissen, ein Urwissen über das Licht vom Leben. Auf der Suche nach einer Partnerschaft bin ich nach Deutschland 2011, nach Deutschen zu deutsches Wissen, das intellektuelle Wissen, das romantische Wissen, was ich aus der Ferne von den Deutschen kenne. Und habe gedacht, mit Goethe und Dostoevsky übersetzt, so ein bisschen zu begreifen, was die deutsche Sprache kann und dass das auch in die Bewegung da ist. Und seit 2011 bin ich dann hier und habe gemerkt, dass die Deutschen sich nicht mehr frei bewegen. Die bewegen sich einseitig in die ökonomische Richtung. Nur Gewinn, von wegen, dass die eigentlich lahmgeschlagen sind, und sehr lahm seit der Kriegsgeschichte. Und ich habe eigentlich verstehen müssen,
wieso das Volk, was ich aus der Ferne so bewundert habe, dass die, wieso kann das sein, dass sie das gemacht haben? Und das ist ganz schwierig, Antworten zu finden. Ich habe das bei Benjamin Friedman und Arthur Koestler habe ich das gefunden. Der Krieg fängt nicht an in 39, 37, das fängt an, das habe ich so gelesen und untersucht, einfach so gewissenhaft mit mir selber zu sein und hier sein zu dürfen, zu verstehen, was die Deutschen dann ausmacht, wirklich. Das dürfte schwer zu sein, zu beantworten, was die Deutschen eigentlich ausmachen. Naja, auf jeden Fall, weil wann man, wir sitzen hier in diesem mhm. Raum und hangen das, was die Deutschen dann für einen Teil ausmachen, an die jüdische Frage. Ne? So darauf gehe ich dann auch ein. Das ist mir mhm. wichtig. Ich halte auch Vorträge. Das ist mir wirklich unglaublich. Was ich merke, ist, dass immer wieder, solange man nicht verstehen kann, wieso das passieren kann, dann wird man immer wieder aufs Neue da aufgehauen. Und ich möchte gerne, dass ihr euch nicht nur als schlechten Menschen seht. Das ist auch eine gewisse... Wie nennt man das so? Provokation gewesen. Und ich musste das hier nicht erklären, aber das ist mir wichtig. Das schwarze Schaf hat gesprochen. Okay. Jetzt gibt es gleich eine Reaktion, Christian. Ja, nochmal zurück zu unserem Thema. Ich sage mal was Provozierendes und würde gerne Ihre mhm. Reaktionen oder Ihren Kommentar dazu hören oder vielleicht auch von Michael, der ja auch viel weiß über Fotogeschichte und über die Probleme von Fotos als Quelle. Also das Provozierende, was ich jetzt mal sage, ist, Fotos scheinen eine faszinierende historische Quelle zu sein. Die Provokation liegt jetzt in meinem Statement, überschätzen wir sie nicht völlig. Sind sie eigentlich wirklich so interessant und so wichtig? Ich hole jetzt auch mal ein bisschen aus, um das zu erklären. Bisschen, ne? Bisschen. Ganz klein bisschen. Ja, ja. Ich möchte kurz erinnern an die Frühgeschichte der Bild-Zeitung, von der ja schon mal ganz kurz die Rede war. Die meisten Leute wissen das nicht. Die Bild-Zeitung sah in den ungefähr ein halbes Jahr lang in ihrer Entstehung, nach ihrer Entstehung ganz anders aus, als wir sie heute kennen. Das Blatt mit den dicken Schlagzeilen und der starken Emotionalität. Die Bild-Zeitung sah ungefähr so aus, wie vom Layout her, wie diese Seite, die wir da oben sehen, mit sehr ordentlich nebeneinander gesetzten Fotos und sehr kurzen Texten zu den jeweiligen einzelnen Fotos. Das war die ursprüngliche Idee des Verlegers. Es gibt jetzt eine Tageszeitung, die druckt nichts anderes als aktuelle Fotos. Und dazu gibt es ganz kurze Texte. Das war bei weitem nicht so erfolgreich, wie Axel Springer sich das gedacht hatte. Und das Fazit nach Untersuchungen durch den Verlag war, Fotos alleine bringen es nicht. Fotos sind langweilig. Fotos fesseln die Leser viel zu kurz. Das ist so das Fazit der Bild-Zeitungsleute damals. Die Leser sind viel zu schnell fertig mit der Bild-Zeitung. Und das fand ich sehr interessant, sehr bezeichnend auch für die Begrifflichkeit, die damals benutzt wurde. Die Bild-Zeitung, wie sie jetzt ist, bietet viel zu wenig journalistische Führung. Und dadurch entstand sozusagen die Zeitung, die wir heute kennen, die mit den dicken, emotionalisierenden Schlagzeilen und Kurzkommentaren und so weiter und so weiter. Das, was Sie jetzt hier uns präsentieren, sieht ja sehr nüchtern aus. Vom Layout her, ganz kurze Texte. Die Bilder sind sehr ordentlich nebeneinander gesetzt. Ist das wirklich als Propagandamittel jetzt so eine interessante, so eine spannende Sache? Also ich glaube, die Antwort ist ganz kurz. Über Bilder vermögen sie es einfach, Assoziationen zu lenken. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das Interessante, was Bilder als historische Quellen tatsächlich ausmacht. Und zumindest ist es das, was mich interessiert. Man kann ja Bilder ganz vielfältig als historische Quellen in einem ganz unterschiedlichen Stellenwert geben. Aber für mich ist das der interessante Bereich. Bilder argumentieren assoziativ.
und dahinter zu kommen, wie das funktionierte, dazu sind Sie, glaube ich, können Sie eigentlich, ja, brauchen Sie Bilder? Ja, ich glaube auch, dass man Bilder nicht unterschätzen kann. Also nicht, weil sie alleine wirken, sondern weil sie mit anderen Bildern zusammenwirken, weil sie sicher mit Text auch wirken. Aber Menschen im 20. Jahrhundert wird eine zunehmende alltägliche Beschäftigung ordnen ihre familiäre Biografie mit Bildern in Fotoalben und schreiben sie nicht mehr auf. Und ich glaube, das ist so eine Form, dass durchaus das Hantieren mit Bildern oder die Welt sich sozusagen ein Bild der Welt zu entwerfen mit Bildern, nicht unbedingt die Erklärung, aber dass Bilder allein nicht wenig erklären. Ich denke schon, dass Bilder etwas verdichten können, dass sie auch bestimmte Bilder, die hoch emotionalisieren können. Denk an den kleinen Jungen, der an der türkischen Küste ertrunken am Strand liegt. Aber nicht allein, dieses Bild allein erklärt ja noch nichts, sondern dieses Bild ist dann nur eine emotionale appellative Kraft im Kontext mit der Debatte um, wie wir mit Menschen umgehen, die aus Kriegsgebieten flüchten. Und also insofern ja, ja und nein, du hast recht, Bilder allein irgendwo hingestellt sagen noch nicht viel aus. Sie brauchen, also wenn Axel Cäsar Springer sagen würde, Führung. Aber sie brauchen sicher auch ein diskursives Umfeld, um einen Ort zu haben. Aber gerade weil sie ja das, was du untersuchst, eben nicht nur das erwartbare Stereotyp unterstreichen, was man jetzt von den antisemitischen Karikaturen seit dem 19. Jahrhundert kennt, sondern du siehst ja in deiner Analyse verändert sich ja was. Also es gibt ja diesen eigenen Judenstaat, Apartheid-Regimes, Autonomie-Gebiete, Homelands, die da in der Bild, zumindest in der Bildreportage ist, dass das da doch etwas sich mit der Intention oder mit der Politik von Bildern auch verändert und bewegt. So, dann würde ich jetzt sagen, haben wir auch eine Frage und nehmen die dann zum Schluss. Haben Sie dann auch forschen können über die Entstehungsmöglichkeiten oder die Arbeitsbedingungen der Fotografen? Also es ist ja vielleicht gar nicht immer alles aus Berlin vom Reichspropagandaministerium gesteuert, sondern wenn man einfach weiß, Mittwoch kommt der Pressefotograf, ich gehe mit dem durchs Ghetto, gibt es ja vielleicht auch einfach vor Ort das Interesse zu sagen, das soll dann ordentlich aussehen, da gibt es an dem Tag keine Drangsalierung. Also gibt es irgendwie sowas, sind es embeddete Reporter oder sind das werden die Leute durchgeführt mit irgendwelchen hochrangigen Wehrmachtsleuten oder haben Sie zu sowas Erkenntnisse, wie es zu diesen Fotos vor Ort gekommen ist? Ja, ziemlich genauso, wie Sie es gerade angenommen haben. Also es gab die Propagandakompanien, die wurden ab 1938 aufgestellt, genau für den Kriegsfall. Und für so eine Kompanie umfasste alle journalistischen Sparten im Grunde genommen. Das waren Soldaten, die waren disziplinarisch der Wehrmacht unterstellt, erhielten aber ihre fachlichen Anweisungen aus dem Propagandaministerium. Und diese Einheiten waren also für die Propaganda und Berichterstattung, also propagandistische Berichterstattung aus dem gesamten Kriegsgebiet und besetzten Gebiet zuständig. Das funktionierte enorm gut. Also alle anderen Kriegsmächte waren geradezu neidisch, wie gut die deutsche Berichterstattung und Propaganda funktionierte, wie wahnsinnig schnell die war. Die deutschen Bilder waren deshalb auch sehr, sehr schnell in aller Welt, was natürlich ein extremer Propagandavorteil ist, wenn sie die Ersten sind, die Bilder von irgendeiner Schlacht oder irgendeinem Kulturdenkmal, was gerettet wurde oder so, der Welt präsentieren können. So funktionierte das.
Und die gingen in die tatsächlich konnten in den Ghettos fotografieren, oder es gibt auch Radioaufnahmen oder ähnliches, wurden in den Ghettos angefertigt, kampagnenmäßig. Und es gab auch regelrechte Journalistenfahrten, die also in Berlin für ausländische Journalisten im Reich organisiert wurden, damit die in die Ghettos fahren können und sich dort umsehen können. Das war natürlich in Begleitung und natürlich auch nicht mit freiem Fotografieren. Also deshalb sind die Bildprogramme eben auch nicht besonders unterschiedlich, die überliefert sind von ausländischen Journalisten. Aber genauso ist es abgelaufen, wie Sie sich das vorstellen. Ja. Genau. So, letzte Frage. Ja, schönen Dank. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, war ja die Judenfrage nur ein Teil des Programms. Der antisemitischen Propaganda, ja. Nee, ein Teil der Zeitungen. Wie groß war natürlich. Der Anteil in natürlich. Diesen Zeitungen und wie groß war der Erfolg, weil Sie dieses Thema aufgenommen haben? Kann man darüber was sagen? Denn da könnte man ja Rückschlüsse ziehen auf die Frage der Bevölkerung, wie Sie das aufnehmen. Ja, nein, ich glaube nicht, dass Sie da Rückschlüsse ziehen können tatsächlich, weil ich auch nicht glaube, dass eine bestimmte Ausgabe häufiger gekauft wurde, weil dort ein entsprechender Titel war. Die sind relativ konstant eigentlich, die Auflagenzahlen. Und es war ein verschwindend geringer Anteil. Das also wirklich die prominenteste Platzierung haben Sie 1940 in der Berliner Illustrierten Zeitung. Da gab es zwei Titelbilder quasi, die man zur Judenfrage sortieren könnte oder sollte. Titel haben sie sonst auf keiner anderen Illustrierten diesem Thema jemals gewidmet. Und das war beide Male im Zusammenhang eben mit einem dieser großen antisemitischen Filme, nämlich einmal die Rothschilds im Sommer 1940 und dann der ewige Jude im Dezember 1940. Anlässlich dessen hat die Berliner Illustrierte damit getitelt. Ja, dann Harriet Scharnberg, ja. Michael Wild, vielen Dank. Und nicht vergessen, das Ganze ist eine Buchpräsentation und das, was Sie hier gesehen haben, werden Sie auch in diesem Buch wiederfinden und dazu dann natürlich auch noch den Text. Vielen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend für Sie noch. Ja.